Und in der heutigen Episode von Alt und Verbittert. Das ist doch scheiße. Ja, aber das ist es immer. Die Schlümpfe eröffnen im Wald eine Diskothek. Gargamel überfällt sie und stürzt bei der Verfolgungsjagd in eine Schlucht und verliert sein Bewusstsein. Wegen der Wölfe und Füchse fühlen sich die Schlümpfe verpflichtet, dem Hexer nicht einfach seinem Schicksal zu überlassen und transportieren ihn in sein Haus. Vor dem erwachenden, im Bett gefesselten Gargamel tanzen sie und machen Musik. Die Geschichte heißt Die Schlümpfe im Technofieber. Okay. Ich bin ein bisschen froh, dass das Ganze nicht in eine Fetischgeschichte abgedriftet ist. Warte ab, ich habe noch schöne andere Beschreibungen gefunden, wie der lecker Schlumpf trinkt einen Zaubertrank, den er für Suppe hält. Daraufhin wächst ihm ein langer Schwanz. Hm. Das könnte so eine Fetischgeschichte werden. Aha. Ein Schlumpf hätte schon gerne einen Bart. Da dem Brustschlumpf Barthaare erst im Alter von 295 gewachsen sind, versucht er es mit Zauberei. Ja. Ach. Hm.
Der eitle Schlumpf nimmt eine Mixtur zur Zubereitung der Stimmen von Pull. Eine Mixtur der Zubereitung der Stimmen. Der Satz ergibt keinen Sinn. Also er nimmt eine Mixtur die Stimmen von Pullaffen anstelle der von Lerchen zu sich, sodass er nur noch laut sprechen kann. In der Geschichte der laute Schlumpf. Der Leckerschlumpf begegnet einem lebenden Brotschlumpf. Das erinnert mich wieder an diesen Ginger Dead Man. Mhm. Wir sollten alle viel mehr schlumpfen. Du schlumpfst schon wieder. Echt? Ich schlumpfe schon wieder? Nein, du warst nur zu weit weg. Ja, aber du rauschst schon wieder. Hm, vielleicht ist mein Kabel einfach kaputt. Was passiert denn, wenn ich auf mich selber drauf drücke? Hui! Bumm! Lauter Hendrik Fetzer. Hm. Der Witz ist nämlich, dass alle meine Audioeinstellungen völlig in Ordnung aussehen. Sogar wie immer. Ich meine, wir können immer so ein bisschen sowas anmachen und sowas anmachen. Und vielleicht auch noch sowas obendrauf hauen. Bringt das irgendwas? Naja, hallo? Du bist leise und hast dann noch so drin. Ich hab drin? Ja. Das ist ja ein Ding. Einige Schlümpfe machen ein Rennen auf Meerschweinchen. Aber nicht alle Schlümpfe. Können wir jetzt sterben? Jetzt übersteuerst du wieder. Das ist, weil wir keinen Studio-Link benutzen. Ja. Nein. Was? Was zur Hölle? Klingt es bei dir eigentlich schon wieder, als wärst du in Urlaub? Ich liege in meiner Hängematte am Strand. Nein, eigentlich liege ich da auf dem Fenster im Bett, aber das ist ähnlich. Ach, ach, ach. Die Vögel vögeln und die Bienen bienen und die Minischlümpfe lassen einen Drachen steigen. Gargamel versucht in ein Federkleid mitzufliegen. Mhm. Also manche dieser Geschichten, wenn man das, die Inhalte so liest, klingen echt. Mhm. So, was wird? Gehen wir jetzt mal einen Kaffee kochen. Okay. Sonst falle ich gleich einfach vom Stuhl und. Das wäre auch lustig.
Schon. Pausenmusik. Dödel, dödel, dödel. Dödel, dödel, dödel. Dödel, 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 dödel. Dödel, dödel, dödel. Dödel, 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 dödel. Dödel, dödel, dödel. Du bist die Warteschleifenmusik meines Herzens. Ja, ich weiß. Der Zauberschlumpf erzeugt eine gefährliche Mixtur, aus welcher lebendige Riesenmöhren entstehen. Alles wie immer. Ja. Und sonst? Mein Vergangenheit, ich habe Bratwürstchen gemacht, das war gut. Dein Gegenwart sich übersteuert schon wieder. Das liegt aber nicht an mir. Nee, du sitzt zu nah am Mikro oder sowas. Mm-mm. 30 cm Abstand zum Mikro. Eine Penislänge. Mhm. Sogar drei, wenn man ihn quer nimmt. Ja. Und was ist, wenn du einen Rechtsklick auf mich machst und die Lautstärke mal anpasst, indem du sie ein bisschen runterfährst? Ist es dann immer noch schlimm? Oh, ich habe die Lautstärke bei dir sowieso hochgestellt. Mm-hmm. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Siehst du? Aber warum habe ich die Lautstärke bei dir so hochgestellt? Damit du mich besser hören kannst. Aber ich will dich doch gar nicht hören. So minus 9 ist, glaube ich, der Standard. Ich habe dich jetzt auf 0. Mach ruhig mal minus 9. Aber dann höre ich dich nicht mehr. Das ist ja das Gute. Warte mal. Dann kann ich dir lauter Schweinkram erzählen und nicht darauf festgenagelt werden. Hihihi, festgenagelt. Ach. Dieser Jesus-Fetisch. Hm. Alles ist besser mit zwei ordentlichen Latten. Ach, ja. Leider haben wir nur Weichholz. Tja. Da ist der Wurm drin. Dran. Drin. Aber Weichholz ist auch wichtig. Ja. Vielleicht. Mir fällt gerade aber auch keine gute Anwendung ein. Über die Nudeln reiben oder so. Ja, stimmt. Oder so. Hm.
So, die Kaffeemaschine hat ausgeblubbert. Oi. Soll ich wieder tüdeln? Tüdelüdelü, tüdelüdelü, tüdelüdelüdelüdelüdelüdelü, tüdelüdelü, tüdelüdelü, tüdelüdelüdelüdelüdelü, tüdelüdelüdelü, tüdelüdelü, tüdelüdelüdelüdelüdelü, tüdelüdelü, tüdelüdelü, tüdelüdelüdelüdelüdelüdelü, 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 Hallo. Hallo. Aus welchem Film kenne ich denn Gretchen Modermöse? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ja nicht, was du so für Filme guckst. Nein, nein. Ist das ist nicht irgendwas Nekrophiles? Entweder Full Metal Jacket oder ja, sowas. Ja, Full Metal Jacket ist es, ja. Ja, musst du gerade suchen. Es regnet. Lassen wir eigentlich Gäste zu in unserem Podcast, außer Dela, die uns sehr bestraft, wenn wir Nein sagen? Ja, wir haben uns ja verkauft, jetzt wir dürfen zu denen ja nicht mehr Nein sagen. Mhm. Wir sind ja jetzt ihre kleinen Sexarbeiterinnen. Ich bin die mit dem Spaten. Ich hab und das einen Stein. Ist mein Spaten. Die Vögel zwitschern. Mehr habe ich auch nicht. Ja? Was zur Hölle? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind heute nicht so ganz spritzig wie sonst. Doch, doch. Nur halt zähflüssiger. Ich will Melasse sein. Dabei bist du doch schon Honig. Oh, Bienensapper. Ja. Besser als Unfug aus Rüben. Rübenfug. Oder ist Melasse aus Rohr? Ach, muss ich das jetzt wirklich googeln? Nein, du musst mit deinem Fachwissen prahlen. Zuckerschnute. Nein, das ist jemand anderes. Ja, wir lassen Gäste zu. Ach, ich habe vergessen, okay, Dir vorhin zu antworten. Zuckerrübensirup. Ein Nebenerzeugnis in der Zuckerproduktion aus Zuckerrohr, Zuckerrüben und auch aus Zuckerhirse.
Okay. Enthält neben etwa 60% Zucker auch noch anderes Zeug. Wasser? Nee, Säuren. Organische Säuren. Vitamine, ist also gesund. Ja, dann geht's ja, dann ist ja Obst. 3% anorganische Salze. Sollte aber nicht mit Zuckerrübensirup verwechselt werden. Das stimmt. Das mögen die nicht. Schmeckt doch ganz anders. Ja, stimmt. Wieso will hier irgendjemand mitmachen in diesem Blödsinn? Ja. Gut, er kann vielleicht, meine Stelle ist frei. Das kann übernommen werden. Ja, das klingt doch gut. Ja. Ich meine, wir sind jetzt hier unter New Management. Dann kann ja sowieso. Auch mal Köpfe rollen. Ja. Hm. Meiner sitzt eh locker. Wir könnten ihn in einem Glas aufheben und immer dann zu Rate ziehen, wenn irgendwas, wenn eine Entscheidung anstehen muss. So eine Art salomonisches Urteil aus dem Einmachglas heraus. Nehmt Melasse. Wen jetzt? Mel oder Lasse? Esst mehr Otter. Otter. Und wie sieht's mit Jaguar-Nippeln aus? Finde ich ganz erotisch. Wollen wir jetzt wirklich on-air drüber reden? Ach, na, och, das ist ja mein Kopfhörerkabel. Es ist faszinierend, wie gut Kaffee wirkt. Die erste Tasse ist drin und ich fühle mich besauzaubernd schön und wach. Was ist dieses Wach, von dem ihr redet, Meister? Irgendwann muss ich dir eine Infusion legen, glaube ich. Das klingt interessant. Tja, schwarzer Kaffee, Junge. Und sonst so? Ich habe Tomaten, Paprika, Chili und Kürbis jetzt da draußen stehen. Gurken kommen noch dazu, die kriege ich von den Nachbarn, wie auch die, die Kürbisse. Und ich habe verschiedenes Zeug gesät, unter anderem Radieschen, die schon länger in der Schublade lagen und garantiert bis Ende 2012 noch keimfähig sind. Bin ich mal gespannt. Ja, ich bin mir nie ganz sicher, ob es jetzt mein Majoran oder mein Oregano ist, weil die beiden ja dasselbe sind, fast. Das eine ist aber wohl doch im Frost vor ein paar Wochen so beschädigt worden, dass es nicht mehr kommt. Schade. Genau wie das erwähnte Pilzkraut. Ich versuche zwar noch irgendwie einen Ableger aus den Wurzeln zu kriegen, aber ich rechne nicht mehr damit. Ist Hopfen nicht das Pilzkraut? Nein. Hopfen ist doch das, was so hopft. Was Kinder benutzen für den Hopfball. Dann habe ich noch ein bisschen Schnittlauch und Petersilie ergänzend gesät und etwas Dill. Der Dill regt sich auch noch nicht. Ich mag zum Dill. Glück. Verschwinden soll er vom Antlitz der Erde. Ich finde Dill toll. Dill. Ach. Welches Kraut magst du am liebsten? Den Dildo. Ich gehe noch eine zweite Tasse Kaffee holen.
Düdelüdel. Show must go on. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Dill. Dill ist toll. Toll, 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 toll. Ich mag Dill. Ein Dilemma. Ich habe auch irgendwas gesät, das echt toll kommt. Ich habe nur keine Ahnung mehr, was es ist. Okay. Bis jetzt ist es kleine grüne Pflänzchen. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Hoffentlich nicht Efeu oder Bambus oder Himbeeren. Nee, ich glaube nicht. Es war irgendwas mit Kräutern. Keine Ahnung. Ja. Und meine Wildblumen, die ich ja letztes Jahr auch schon hatte, da habe ich ja diesmal das Beet vergrößert. Mhm. Also noch ein Stück Wiese rausgehackt. Und da kommt jetzt auch langsam. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja. Nachdem bei mir in den Balkonkisten alles eingegangen ist, weil es einfach zu heiß ist, bin ich im Überlegen, ob ich einfach, wenn ich mal wieder ein Auto habe, in einen etwas weiter entfernten Gartenfachmarkt fahren kann, um dort mich mit Kakteen einzudecken. Und quasi einfach meine Balkonkisten mit Kakteen bepflanze. Ja. Sollen, können sie ruhig sehen, was sie davon haben, diese Schweine. Kakteen. Genau. Ach, ach, ach. Ach, 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 ach. Ich glaube, ich gehe gleich wieder ins Bett. Siehst du, deswegen bin ich gar nicht erst aufgestanden. Ja, wäre mein Stativ lang genug, hätte ich auch im Bett bleiben können, aber nein. Ach, ich bin mit deinem Stativ schon ganz zufrieden. Ja, nur weil es ein Galgen ist und du dich dran aufhängen kannst. Ja, die Schlinge drin ist niedlich. Was hast du denn so gemacht seit unserer letzten Aufnahme? Wann war die denn? Das mit Dela dann nach der anderen Aufnahme. Also unterm Strich würde ich sagen, gearbeitet und gespült. Ich habe das Gefühl, seit ich hier wohne, mache ich nichts anderes mehr außer arbeiten und spülen. Ja, jeder Mensch braucht Hobbys. Spülen. Hm. Ich bin kurz davor zu behaupten, die Umwelt wäre mir einfach komplett egal und wieder auf Einweggeschirr umzusteigen. Deswegen esse ich aus der Hand. Bei Suppe ist es etwas unangenehm, aber... Ach, die kann man in seinen Bauchnabel füllen und mit dem Strohhalm laussaugen, genau. Laubsauger. Laubsaugen, genau. Nachbarn schimpfen, der isst schon wieder mit dem Laubsauger. Mein Nachbar kam gestern mit einem Bagger an, als ich in der Hängematte lag. Was hast du nach ihm geworfen? Ein Eichhörnchen? Ein abgerichtetes Eichhörnchen?
Los, Sir Flauschewoppel, hüpf herum, schnapp ihn dir. Nein, aber vollkommen unrelated. Suchst du nicht ein neues Haus? Der Nachbar wohnt hier nicht, lebt nicht, also ist nicht mehr da. Ah, ich habe meinen Liegestuhl durchgelegen. Oh. So anstrengend ist mein Leben nämlich. Ja, ich bin ja auch gespannt, wie lange diese Hängematte noch hält. Das sah schon geil aus auf dem Bild. Aber es war letztes Jahr schon so, also es hat noch durchgehalten. Ich habe noch eine in petto, ne? Ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe ja doch, dass es dieses Jahr noch was bringt. Mal sehen. Ich darf mich halt nicht so viel bewegen. Das kriegst du hin, oder? Ja. Ich glaube auch. Ja. Hatte ein paar Fakten über den Film Beetlejuice gelesen, die ich mit dir teilen wollte. Mhm. Fallen sie nur nicht mehr ein. Der Film kam auf einer VHS-Kassette raus. VHS-Kassetten sind schwarz und viereckig. Wie Schokoladentafeln. Der Film... Ach stimmt, das hatte irgendwas mit Ursprungstiteln zu tun. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen sollten. Beetlejuice ist auch der Name einer Schuhmodenlinie aus dem Hause VW. VW? VW hat Schuhe? Ja, Beetlejuice. Ah. Ja, ursprünglich sollte die Rolle, die dann ja Michael Keaton übernommen hat, Beetlejuice von Sammy Davis Jr. gespielt werden. Was ich mir sehr, sehr lustig vorstelle. Ist der mit Buster Keaton verwandt? Ich glaube nicht, aber keine Ahnung. Da müsste man mal gucken. Aber Sammy Davis Jr. ist doch dieser Musiker. Ja, aber der hat auch gespielschaut. Ja, aber der ist doch, also... Ja, nee, der war aber doch Teil des Red Packs und ja, Frank Sinatra. Die haben ja viel... Und wer ist der Dritte? Sammy Davis Jr., Frank Sinatra und... Ah, oh, fuck. Eben, genau das. Fuck, wie heißt er denn? Der mit den Haaren. Hat der Haare? Keine Ahnung, irgendwo bestimmt. Der eine, wo auch schon tot ist. Mhm. Helmut Schmidt. Ich glaube, du liegst falsch. Beweis mir das Martin. Erstmal. Ach, scheiße. Meine Güte, endlich. Fast. Dean Martin ist aber auch ein schöner Imperativ. Dean Martin hat zum Beispiel über 50 Filme gedreht. So alt noch. Ja. Und der Sammy hat Sachen gespielt wie Rufus Jones for President, damals 1933. Frankie und seine Spießgesellen. Ja. Ocean's 11, das Original. Eben. Ein Klassiker. Oder natürlich ein absoluter Klassiker: Auf dem Highway ist die Hölle los. Oh ja, das stimmt. Und auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Echt? Ja. Oh. Tja.
Nee, der hatte nichts mit Buster Keaton zu tun. Hm. Michael John Douglas heißt er wirklich. Der jüngste von 7 Kindern wurde dann geboren. Keaton was raised in a Catholic family. Ja, bei 7 Kindern habe ich mir schon gedacht, dass das Katholiken sind. Ja. Lustig ist ja, dass der Film Beetlejuice heißt, aber die Hauptfigur in diesem 92-minütigen Film nur 17 Minuten dabei ist. Aber ach, fuck. Ich mag ja die Sandwürmer. Natürlich, wer nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht jemand, der allergisch auf Sandwürmer ist. Tja. Ich meine, natürlich ist das eine Anspielung auf Dune, aber wer weiß, die vielleicht Band macht... Oder den Film. Was? Die Band oder den Film? Das Buch. Ach. Aber vielleicht machen wir ja irgendwann mal wirklich unsere Musical-Folge. Das auch. Und dann unsere Raketenwürmer-Retrospektive. Ach so. Wenn jetzt irgendwann dieses Jahr vielleicht Teil 7 rauskommt. Das wird super. Ja. Wir machen unseren Podcast ja auch mit Stop-Motion-Effekten und nicht mit computergenerierten Dingern. Genau. Immer wenn ich was sagen will, kommt der Flo kurz vorbei, verstellt meinen Kiefer ein bisschen, lässt mich einen Laut aufnehmen und stellt den Kiefer ein bisschen weiter. Ja, genau. Das Gute ist, aufgrund meines begrenzten Wortschatzes braucht er nur so 200 Wörter ungefähr aufnehmen und den Rest kann er zusammenschneiden von Bandaufnahmen. Ich glaube, Band ist sogar digital mittlerweile. Echt? Keine Ahnung. Ich musste schon lange nicht mehr aufrollen. Den Peniswitz lasse ich jetzt einfach mal links liegen. Hey, wie den Penis? Ach. Ich habe Filme geguckt. Du Narr. Ja. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal über Sleepaway Camp gesprochen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe dann auch Sleepaway Camp 2 und 3 geguckt, die echt lustig sind. Also das sind so richtig unterhaltsame Slasher-Filme, bei denen man sich richtig freut, wenn die Leute geschlachtet werden. Ich habe dann auch Return to Sleepaway Camp geguckt.
der, das ist jetzt immer so das Problem, ob das Teil 4 oder Teil 5 ist. Es wird, glaube ich, als Teil 4 gerechnet. Ist auch nicht so gut. Und dann gibt es einen anderen, der, ich glaube, Survivors heißt, den ich aber nicht gesehen habe. Der ist zwar vor einiger Zeit auf DVD irgendwo in Amerika rausgekommen, aber den kriegst du nur für ja, Preise für jenseits von Gut und Böse. Und der ist vor dem vorherigen Teil produziert worden, aber nie fertiggestellt worden, weil die pleite waren. Und dann mit Szenen aus den anderen Filmen irgendwie mal fertiggestellt worden. Das heißt, komplettes Chaos. Ich würde ihn gerne mal gucken. Okay. Klingt auf jeden Fall. Vor allem für die 80er war ein Transgender-Serienkiller schon was Besonderes. Vor allem, ja. Weil, ja, vor allem, weil das nicht als, als Grund für das Morden genannt wird, sondern einfach nur so nebenbei ist. Wollte mich gerade sagen, Schweigen der Lämmer ist ja auch so ein bisschen, aber das ist dann der Grund fürs Morden. Ja. Aber es ist ein echt lustige Filme. Es gibt auch schöne Anspielungen. Da steht so eine Gruppe Jugendlicher auf so einem Pier beim Angeln. Und irgendjemand zieht was raus und hat eine Hockeymaske am Haken. Und die unterhalten sich auch, wer schmeißt denn sowas weg? Du sag mal, was haben wir heute für einen Tag? Heute ist Samstag der 14. Wieso? Ja, es ist simpler Humor, aber ich mag sowas. Ach, ja. Ich bin mal gespannt. Es soll, glaube ich, auch irgendwann mal einen weiteren Film geben. Okay. Es ist halt so ganz klassisch amerikanisches Feriencamp und ein irrer Killer metzelt sich dadurch. Dass der Killer weiblich ist, das ist auch nicht so oft. Ach ja, das stimmt. Ich habe Tropical Thunder angefangen zu schauen. Oh ja. Und nach, ich glaube, 8 Minuten abgebrochen. Oh je. Entweder fehlt mir gerade die Geduld oder der Film ist echt nicht gut. Also am Anfang diese nachgemachten diese Kinowerbe-Dinger. Ja. Genau, danke. Die fand ich echt lustig, aber als dann der eigentliche Film losging. Der Film ist gut, aber da muss man echt in Stimmung sein. Also geht mir jedenfalls so. Na, dann gebe ich ihm vielleicht nochmal eine Chance bei Gelegenheit. In welcher Stimmung muss man sein? Warte mal, Todessehnsucht, nee, wäre das andere. Resignation? Das nach Resignation ist auch nicht so ganz, wobei schon besser. Ich glaube, Apathie ist ganz gut. Ah, okay, dann warte ich noch 2 Wochen. Ach, 2 Wochen. Ja. Ja, und ich habe einen noch? Keine Ahnung, ich habe die Zeit verloren, vergessen. Wir sollten vielleicht auch mal fragen, ob wir wieder ein Zeitlimit haben oder ob wir einfach jetzt aufnehmen können, solange wir wollen, bis uns der Schlüpper qualmt. Aber wir wollen doch gar nicht. Lass uns die Hörer umbringen, dann haben wir es schneller hinter uns. Okay. Das wird toll. Ich glaube, noch 10 Minuten oder so, dann können wir aufhören. Ich muss eh die ersten 20 Minuten wegschneiden. Nein. Doch, da war ich allein hier. Ja. Ich habe damit was anderes vor. Vertrau mir. Nein. Gut, will ich auch nicht machen, aber... ich habe noch einen Filmklassiker geguckt. Mit David Carradine und Sylvester Stallone. Death Race 2000.
Den Namen habe ich sogar schon mal gehört. Also in Deutsch hieß er Frankensteins Todesrennen. Den Titel habe ich noch nie gehört. Er stammt aus dem Jahr 1975 und ist so abgedreht, den solltest du unbedingt gucken. Also es gibt auch irgendwie Remakes und sowas davon, aber das spielt im Jahr 2000. Ja. Was ich immer lustig finde. Weil es so viele Anspielungen gibt wie damals der Weltkrieg von 79 und ja, es, okay. es gab eine Finanzkrise und einen Militärputsch und Amerika ist jetzt eine Diktatur, also sie haben sich nur um 20 Jahre vertan. Aha. Und es geht dann so um, ja, so ähnlich wie Hunger Games, aus den vereinten Provinzen, da kommen die Leute, oder aus der ganzen Welt kommen die Leute zusammen für ein Autorennen quer durch die USA. Und Ziel ist es, nicht nur als Erster anzukommen auf der anderen Seite, sondern möglichst viele Passanten zu töten unterwegs. Du kriegst Punkte für Geschlecht und Alter und so weiter. Besonders Rentner geben viele Punkte. Und als großer Superstar gilt ein Fahrer namens Frankenstein, gespielt von David Carradine, der schon ganz viele Rennen bestritten hat, immer mit Maske rumläuft und unter der Maske siehst du so sein verbranntes Gesicht. Wenn er die Maske aber abzieht, siehst du, dass das verbrannte Gesicht zur Maske gehört. Da gibt es zum Beispiel die schöne Szene, wo Leute in einem Altenheim die alten Leute auf die Straße rauskarren. Nein. Damit er schöne viele Punkte kriegt. Und seine Co-Pilot sagt, was ist das denn? Ja, das ist mein Fanclub. Und kurz vor den alten Leuten biegt er ab und fährt an dem Krankenhaus vorbei und überfährt all diese Pfleger und lässt die alten Leute da stehen. Und die Moderatoren sind ganz aufgebracht. Ja, jetzt hat er nur 70 Punkte, er hätte 700 haben können. Ich habe gerade festgestellt, dass ich eine Bezugsquelle für diesen Film habe. Gut. Und wir ihn unbedingt gucken müssen. Es ist total bizarr. Es macht richtig Spaß. Also, wollen wir den vielleicht? Das klingt so, als wäre das ein Film, den wir vielleicht mit unserem Gast zusammen besprechen könnten. Gerne. Wer immer der Gast ist, aber gerne. Das verrate ich dir nicht. Gut. Ja, nee, das können wir gerne machen. Es ist nämlich wirklich so bescheuert, was da ganz passiert. Da verrate ich auch nicht mehr darüber. Lustig ist, dass Cannonball, ja, was ja auch so auch quasi als es ist ja auch so ähnlich wie auf dem Highway ist die Hölle los und sowas, nur ein bisschen ernster. Ist ein Jahr später erschienen, auch mit David Carradine in der Hauptrolle, und das ist so ziemlich eine ähnliche Handlung. Witzig. Immer Ärger mit Bernie? Oh ja, das ist das mit dem toten Typen. Huh. Spaceballs. Spaceballs. Smokey and the Bandit. Ja, das ist, wie hießen die auf Deutsch? Ein ausgekochtes Schlitzohr. Dann machen die ersten beiden Filme auch Spaß. Der dritte, da sind keine Schauspieler mehr dabei, fast im Original. Auf dem Highway ist die Hölle los. Ja, wir brauchten für solche Filme früher noch Mad Max, aber nein, nicht nur Mad Max. Dudu auch der Käfer. Oh ja. Ich erinnere mich. Gab schon irgendwie erschreckend Filme Auto viele. Ja. Erschreckend viele Autofilme. Ja. Ach. Ja, ich meine, Dudu war damals unser Fast and Furious. Genau. Wobei ich dir nicht mehr sagen kann, um was es bei diesen Filmen geht, nur dass ein gelber Käfer drin vorkommt und unfassbar geile portugiesische Landschaft von mir. Ja, und gab es da nicht noch, wie hieß die andere, diese Disney-Filmreihe mit dem Käfer? Herbie gab es doch auch noch. Weiß ich nicht, habe ich nie geguckt. Oh.
ist an mir vorbeigegangen. Gefahren. Möglich. Geschoben worden. Hummel, hummel, hum. Oder zumindest ist es nicht hängen geblieben, dass ich die geschaut hätte. Ach ja, das. Das Lustige ist ja, es gibt so viele bizarre Filme, wir haben gar nicht Zeit, die alle zu gucken. Leider. Hat das Auto Zähne? Ja. Okay. Am besten guckst du gar nicht mehr danach, sonst versaust du dir so ein paar sehr schöne What the fuck Momente. Aber natürlich das Original. Es gibt irgendwie auch noch Remake mit anderen Leuten und okay. Gibt auch irgendwelche Fortsetzungen und so. Ich meine, ich werde auch mal gucken, ob ich die irgendwie herkriege, aber wenn, dann kümmern wir uns natürlich um das Original. Also das sieht von der Qualität her einfach so schlecht aus, das muss das Original sein. Hoffentlich. Ja, mit David Carradine und Dingsbums. Ich habe noch keinen entdeckt, den ich irgendwie kenne. Warte, da liegen Menschen und lassen sich massieren. Das könnte Stallone sein. Das ist es auch, ja. Da gibt es eine Szene. Okay, gut. Dann scheint das der Richtige zu sein. Gut, dann halten wir das mal fest. Also, liebe Hörerinnen, freut euch drauf. Wir besprechen bald einen schlechten Film. Wobei dieser Teil Vorschau, also ich habe hier einen Trailer für einen 2008er Remake von Death Race gefunden. Mhm. Das sieht schon so ein bisschen nach Mad Max aus. Es hat Elemente, ja. Ich habe aber auch einen guten Film geguckt. Einen wirklich guten. Okay. Via. Mia? Via. Also wie Via. Ach so. Nur ja, ja, okay. Ass ja. Von, vom aus dem letzten Jahr von Jordan Peele, der auch Get Out gemacht hat. Kommt mir irgendwie bekannt vor vom jetzt, Titel her. War ein ziemlich prominenter Film auch. Und der ist auch richtig gut. Also für einen Horrorfilm tatsächlich mal etwas, das auch Spannung erzeugt. Das haben wir selten. Geht um eine Familie, die ja, Ferienhaus Urlaub macht. Und eines Abends kommt dann der Junge und sagt, da steht eine Familie in der Auffahrt. Und das sehen sie dann aber selbst. Ah, okay. Das sind die bösen Gegenstücke. Und dann, ja, da geht es dann richtig los. Ich verrate auch nicht mehr, weil der Film hat so viele Twists und man muss ihn, glaube ich, mindestens zweimal gucken, weil es so viele Anspielungen und Hinweise gibt, auch vorher schon, auf das, was passiert. Das versteht man erst, wenn man den Film dann wirklich schon mal gesehen hat. Ah, okay. Klingt aber nach was, was man unbedingt mal eine Chance geben könnte. Also wirklich, das ist mal wirklich eine Empfehlung, ja. Ach, Flo. Ja. Machen wir heute noch was, heute gehen wir wieder ins Bett.
Ja. Also ich werde mich gleich mal um ein Frühstück bemühen. Entweder gehe ich noch einkaufen oder... Noch. Oder improvisiere aus dem, was da ist. Das sollte auch funktionieren. Mmh. Feuchter Kaffeesatz. Mmh. Ja, Kaffeesatz ist mein Müsli. Bilden Sie einen Kaffeesatz. Jetzt hast du mich rausgebracht. Ich weiß. Ein blaues Wollknäuel. Zwei blaue Wollknäule. Drei blaue Wollknäule. Ich glaube, es regnet nicht. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen in den Wald, bevor ich mich wieder hinlege. Okay. Mal sehen. Ich will auch mein Bringst Buch du mir was mit? Ein Hörnchen. Ein Rehlein. Zum Beispiel? Ja. Oder auch ein abgerichtetes Wildschwein, das ich reiten kann. Da hättest du in Berlin vielleicht mehr Glück mit. Weißt du, so eins mit Bordgeschützen und einem Sattel? Battlewoods. Genau. Ich habe gerade das Bild vor mir, ja, vor dem geistigen Auge. Warhawk. Es könnte auch einen Helm mit Hörnern tragen. Ach, wir sollten einen Film drehen. Oder einen Comic bauen. Oder ein Hörspiel schreiben. Ich schreibe sowieso momentan an einem. Hoffentlich komme ich da irgendwann mal weiter. Wenn noch Platz für ein Wildschwein ist. Die Rolle nehme ich. Ich weiß. Aber es spielt leider nicht im Bett. Ich kann auch woanders. Feldbett zum Beispiel. Ein Feld im Feld. Nee, ein Korn im Feld. Nee, warte, was? Beiler, Beiler. Ich lese momentan ein Buch, in dem ein Verbrecher von seinen Kumpanen vor Jahren verstümmelt, kastriert und sterbend liegen gelassen wurde. Mhm. Und der hat aber überlebt und lebt jetzt irgendwo im Exil auf einer kubanischen Insel. Und nach einem Erdbeben tauchen da dann Riesengottesanbeterinnen auf, der jetzt auf Menschenfleisch abrichtet und damit einen Rachefeldzug beginnt. Es ist sehr, sehr lustig. Riesengottesanbeterinnen. Ach ja, das ist so die Qualität. Ja, ja. Wollen wir dieses Trauerspiel beenden? Dafür bin ich jetzt zu alt, das ist jetzt uncool. Aber wir können die Podcast-Aufnahme ausmachen. Okay, wir könnten noch ein bisschen Glockenspiel, also an unseren, ja, machen wir den Podcast aus.